Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Es geht weiter mit einem neuen Vorstellungsvideo. Und ja, ich habe mir ein neues Mauspad zugelegt. In Sternoptik bzw. Milchstraßenoptik. Das nutze ich jetzt als Untergrund. Was man hier sieht, ja, ich habe mir den Daumen in der Autotür eingeklemmt. War schmerzhaft. Und ja, das Resultat davon ist, ich muss warten, bis das gute Stück da jetzt wieder rauswächst. Darum kein Fnagellack oder so. Das ist einfach nur Dummheit. Ja, das ist, wenn man dann die Tür zumacht und man dann im letzten Moment feststellt, ach, ich könnte ja noch was aus dem Auto rausholen. Man greift mit dem Daumen in die Tür, will die Tür festhalten und in dem Moment schlägt die Tür zu. Das ist das Endergebnis. Ja, aber worum geht es heute? Heute geht es um dieses schöne Stück, eine Taurus bzw. Baureihe 182, auch geführt als Siemens ES64U2 und damit gehört sie halt zur Eurosprinter-Familie im Kühne und Nagel Design. Das Modell selber hat, wie wir gleich sehen werden, eine Länge über Puffer von 121 mm mit Kurzkupplung, Digitalschnittstelle, Motor mit Schwungmasse, Schnittstelle nach NEM 651, also Schnittstellenkarte. Und ja, das ist das gute Stück. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ein bisschen geübt. Das ist das gute Stück. Mal gucken, ob wir das ein bisschen schärfer kriegen noch. Ja, das ist das gute Stück. Die hat zwei Arten von Kupplung. Die habe ich günstig bei eBay geschossen, genauso wie das, was dazugehört. Ne? Einmal diese Clown-Kupplung und einmal hier die Profi-Kupplung. Also schon. Nur man kann halt beides benutzen. Einmal haben wir hier die Seite Kühne und Nagel und dann hier andere Seite. Nur man sieht, das ist versetzt. Man hat also auf der einen Seite die Lackierung dann in Fahrtrichtung vorne und dann halt, wenn man andersrum fährt, dann die hinten. Ja, vier Achsen insgesamt, alle vier angetrieben. Eine sollte ab Werk mit Haftreifen ausgestattet sein. Das guckt diese hier. Da ist der Haftreifen drauf. Für bessere Fahreigenschaften und so weiter könnte man jetzt hier versetzt arbeiten und dann hier vorne nochmal einen Haftreifen drauf machen oder halt auf alle vier. Das muss halt jeder für sich selber machen. Die gleiche Lok gibt es auch noch mal, ja komm, stell scharf. So. Nicht nur mit dem Kühne und Nagel, sondern wenn man mal ganz genau hinguckt, ob ich es hinkriege. Diese Lok hier gehört zur WLB, zu den Wiener Lokalbahnen. Mal wieder runter. Und gehört zu den Wiener Lokalbahnen. Es gibt auch noch mal eine, dann steht dann auch hier WLB Wiener Lokalbahn direkt mit drauf. Ich finde, es ist ein sehr schönes Modell. Wie gesagt, ich mag die Taurus sowieso. Für mich eine der schönsten optischen Loks von der Leistung her. Braucht man da gar nicht viel zu sagen. Ja, dazu gehört ein Taschenwagen. Bauart SDKMS 707 in Braun, vierachsig. Das gute Stück sieht dann so aus, beziehungsweise dann halt, wenn ich es dann hier so ja, in Kamera halte. So, ne, hier der Wagen ist einfach nur aufgesetzt mit dem Zapfen. Hat man dann hier einen kleinen
Aufbau, da kommt dann der Zapfen rein, die Räder verschwinden dann hier in der Tasche und somit so. Sieht das Ganze dann so aus. Ne? Kupplungsmäßig sind hier ne, die Profikupplungen drauf, ne, auf beiden Seiten. Darum hat die Lok bei mir auch auf beiden Seiten unterschiedliche Kupplungen. Und ja, das ist der braune Variante von dem von der DB. Hier den Zapfenaufnehmer kann man auch verschieben. Mir gerade aufgefallen, dass der nämlich einfach viel zu weit vorne war. Sonst hier noch die Stelle. So. So, dann kann man den nämlich hier schön zurückplatzieren, dass dann halt das dann mittig auf dem Auflieger drauf ist. So, das Ganze gibt es aber auch nicht nur von der DB. Von diesen hier habe ich im Übrigen 8 Stück. Na komm, stell scharf. Jetzt. Von denen hier habe ich 8 Stück und einer hat sich eingeschlichen. Der gehört nicht zur DB, ist aber gleiche Baureihe. Ebenfalls mit Kühne und Nagel. Das andere war im Übrigen der braune. Der hier. Das ist von Rocco. Das Modell 25150, der braune. Also dieser hier. Das ist das Modell 25150. Und scharf. Wie man jetzt hier sehen kann, das ist das Modell der Upak, der ungarischen Bahngesellschaft, ebenfalls mit Kühne und Nagel Auflieger. Der hat sich einfach in den Zugverband eingeschlichen. Was das jetzt für eine Modellnummer ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er auch von Rocco ist und finde, das ist halt auch eine willkommene Abwechslung innerhalb des Zugverbandes, dass halt mal einer sich da eingeschlichen hat, der nicht ganz da farblich und so mit dazugehört. So, dadurch wird das ein bisschen besser. Was es jetzt neu in diesem Video gibt, mein Testkreis ist auch fertig. Ja, was heißt fertig? Er ist in einem Zustand, sagen wir mal, dass ich was zeigen kann, ein bisschen was fahren lassen kann. Und das schneide ich euch jetzt kurz noch hinter dieses Video. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier zu sehen bekommt. Ne? Like, Abos und Kommentare immer gerne gesehen. Kommentare werden nach Möglichkeit auch schnellstmöglich beantwortet. Und ja, ja, eins habe ich noch vergessen. Komm. Wen es interessiert, na komm. Das ist von Hobbytrain, die 2763. Er kriegt es gerade irgendwie nicht jetzt. Ne? WR 182 Taurus, WLB, Kühne und Nagel. Ne? Das ist das gute Stück nochmal. Und damit viel Spaß noch bei den kurzen Szenen auf dem Testkreis. Ich bedanke mich und tschüss, euer Gerd.